نسأل الله يرحمنا. بارك الله فيكم. كابيتل بس لتس فويت ان شاء الله. الرحمة 100 جزء. Barmherzigkeit Allahs ist 100 Teile. 100 Teile. Hier geht es darum, bitte, die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, Barmherzigkeit. Allah ist barmherzig. Das geht nicht darum jetzt, um diese Eigenschaft, sondern das geht darum jetzt, um dass wir Bestimmung der Barmherzigkeit. Allah hat die Barmherzigkeit bestimmt. Er ist barmherzig. Das ist seine Eigenschaft und das ist Wesenseigenschaft. Aber die Barmherzigkeit, die Allah gibt, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt auf 100 Teile. 99 davon sind bei ihm. Und ein Teil davon hat er uns auf diese Erde gegeben, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von diesem Teil, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, ist das Teil, dass die Leute barmherzig zueinander sind. Und das ist auch das Teil, dass ein Pferd sein Bein hochhebt und sein Huf hochhebt, nicht das Pferd sein Fohlen beschädigt oder Schaden zufügt. Das heißt, überlege dir, wie ist die Barmherzigkeit dieser Mutter, die ihr Kind so liebt, oder sie hat ein Baby. Wie barmherzig sollte diese Mutter sein, dass sie das Kind trägt, 9 Monate schwanger war sie, dann hat sie alles sozusagen mitgemacht und dann hat sie ein Baby und stillt diesen Baby und so weiter. Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das ist ein Teil von diesem Teil oder ein bisschen von diesem Teil. Oder ein Tier tötet nicht sein eigenes Fohlen. Das ist etwas von diesem Teil, was Allah uns gegeben hat auf dieser Erde. Aber die 99 sind noch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Gerechten sagen, die 99, die sind für die Gläubigen, für Al-Mu'minin, für die Gläubigen am letzten Tag. Allah wird ihnen das geben. Und wenn das nur ein Teil ist, dann wie sind die anderen Teile? Das heißt nicht jetzt, wenn man so ein Hadith hört, dass man sagt, ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so barmherzig ist und er wird uns sowieso Barmherzigkeit geben, warum soll ich beten, warum soll ich fasten, warum soll ich das machen? Derjenige, der so denkt, der hat die Religion nicht verstanden. Wenn ich dir gebe und wenn ich dich lobe, dann sollst du eigentlich besser werden. Aber wenn ich dir gebe und dich lobe und du wirst schlimmer, dann hast du das nicht verstanden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Also aufpassen, barakallahu fikum. Das geht darum, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Gleichnisse oder diese Beispiele, damit wir besser werden, damit wir Allah besser anbeten, nicht, dass wir schlimmer werden oder dass wir unsere Religion vernachlässigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.